Leute, hier ist er wieder, euer Milanton. Herzlich willkommen hier auf meinem Channel zurück. Begrüße euch natürlich wie immer recht herzlich. Kurz zum Ingame-Video selber sei gesagt. Spiele hier mit der MSMC Diamant-Tarnung. Ja, und habe hier mal meine Claymores benutzt, um halt den Gegner ein bisschen ja, zu ärgern, sage ich mal. Und ich muss sagen, hat euch ganz gut hingehauen. Musste aber leider wieder feststellen, dass hier wieder viele Campers unterwegs waren und demzufolge kam halt dann auch nochmal ein Spruch von mir, den ich hier schriftlich hinterlegt habe. Aber das kennt ihr ja von mir, dass ich mich ja total aufrege hier, wenn es hier echt um Camper geht und das ist hier totales Manko hier in COD. Aber was kann man dagegen machen? Eben gerade nichts mehr außer ein bisschen rumflehen. So Leute. Kommen wir einfach mal zum Hauptgrund dieses Videos hier, beziehungsweise das Anliegen, was ich hier habe. Das ist eigentlich mal so eine Art Informationsvideo, was ich hier machen möchte. Es kommen jetzt ziemlich viele Informationen auf euch zu, sprich Beendigung des Projektes an sich von COD Black Ops 2. Ich werde das Projekt mit Relais oder Release, keine Ahnung, wie man das sagt, von Titanfall beenden. Das heißt, bis zu dem Tag, wo Titanfall erscheint, sprich nächste Woche kommt ja eine Beta, die man ja dann zocken kann, werde ich noch Black Ops 2 Videos machen, werde auch diese Clips, die ich ja gemacht habe, weitermachen. Ich habe noch einen wunderbaren Clip in meinen Safe, sage ich mal, und der, ja Leute, lasst euch mal einfach mal überraschen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, aber egal, lasst euch einfach mal überraschen. Ja, wie gesagt, mit Erscheinen von Titanfall werde ich das Projekt COD beenden und hoffe doch, dass ich Titanfall super zocken kann mit dieser Hardware, die ich ja hier habe. Ich habe eigentlich eine ganz gute Hardware, von daher müsste ich das ja eigentlich reibungslos zocken können. Und werde euch dementsprechend viele Videos präsentieren, vom Hauptmenü des Games bis hin zum ersten Ingame-Video selber und so weiter und so fort. Ich werde bis dahin, euch noch einige Videos präsentieren, die ich in einen anderen Modus spielen werde. Ja, ich werde hier mal abschlussbestätigt heute mit diesem Video beenden, werde euch noch das eine oder andere, denke mal, frei für alle in Softcore-Modus halt präsentieren, TDM in Hardcore-Modus. Ich muss mal sehen, was ich da noch mache. Möchte euch halt dementsprechend noch ein bisschen was anderes bieten, außer nur immer dieses Abschuss bestätigt in Hardcore. Ja, das sei einfach mal so von meiner Warte aus hier gesagt. Black Ops 2, das werde ich hier echt beenden. Und ich muss auch mal sagen, ich habe eigentlich auch überhaupt keine Motivation mehr, Black Ops 2 zu zocken. Ja, vormittags kann man es zocken, nachmittag habe ich dann halt das Problem, ich weiß auch nicht, an was das halt liegt, dass es hier wieder bei mir ständig am Lacken ist. Ja, ab 18 Uhr ist ein reibungsvolles Spielen überhaupt gar nicht mehr möglich. Da hat man halt auf Server, beziehungsweise man sieht ja, wie viel Black Ops 2 jetzt wieder spielen. Ja, man merkte, Ghost ist halt nun nicht mehr der Burner gewesen und man ist halt zu Black Ops 2 wieder zurückgekommen. Ich habe hier Black Ops 2 bis zum Prestige Master G geschafft, habe meine Sturmgewehre, meine leichten MGs, wie man hier sieht, auf Diamant-Tarnung geschafft, habe noch andere Waffen, sprich die Cap 40 auf Gold geschafft. Und ja, aber wie gesagt, Leute, mir fehlt einfach mal die Motivation, hier das das einfach mal weiter zu spielen. Ich spiele als Ausgleich ein bisschen SimCity 5, wer hätte das gedacht, lol, und StarCraft 2. Aber auch da werde ich euch keine Videos präsentieren, weil einfach mal das einfach mal alles so ausgelutscht ist. Und ja, wie gesagt, mit Erscheinen von Titanfall wird sich das halt dementsprechend ändern. Freut euch einfach mal auf viele Videos, die ich euch präsentieren werde. Und ja, was gibt es eigentlich noch so zu sagen? Ja, meine Abonnenten, sei mal gesagt, seid einfach mal nicht so inaktiv. Ihr seid total inaktiv, sei es jetzt mit Videos hochladen, beziehungsweise jetzt einfach mal Kommentare zu schreiben. Ich habe ja viele Themen angesprochen und ich muss wirklich sagen, ihr als Abonnenten von mir seid echt total inaktiv und ich werde jetzt mal schauen, ob ich nicht den einen oder anderen Abonnenten von mir entfernen werde. Ich sag mal so, wie es ist.
Sicherlich ist es eine Freude, Abonnenten zu haben. Aber wenn man halt Abonnenten hat, dann hat man die ja nicht umsonst. Man hat die ja dementsprechend, um halt denen ihre Videos sich anzuschauen. Aber was bringt mir das, sagen wir mal, fast 70 Abonnenten zu haben, wenn man halt von den Leuten nichts sieht, beziehungsweise wenn von den Leuten nichts wirklich kommt, ja. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt mal hier nicht so böse. Ja, das ist einfach mal so ein Anliegen, was ich eigentlich mal an euch habe. Ja, präsentiert euch dementsprechend mal ein bisschen mehr, bringt euch mal ein bisschen mehr hier ein. Das wäre natürlich ganz toll und ich denke mal, wenn Titanfall erscheint, seid ihr wieder mehr aktiv und darauf freue ich mich besonders. Ja, und hiermit seid recht herzlich nochmal gegrüßt an meine Abonnenten. Klar, habe ich hier fast 70 Abonnenten und das freut mich, so viele schon zu haben. Ja, wäre natürlich besser, wenn man halt dementsprechend ein bisschen mehr hat für diese Arbeit, die ich ja hier für euch eigentlich leiste. Ja, viele schauen sich ja halt meine Videos an und denke mal, wenn ich auf ein Video 50 Klicks habe, freut mich das ja schon. Dann bin ich halt immer bereit, auch denn danach gleich ein neues Video zu machen, was ich ja auch gerne mache. Ja, ich habe halt dementsprechend hier viel Zeit, aber auch, ja, die Lust irgendwann mal ist sie halt nur nicht mehr so gegeben, ja, wenn man halt sieht, ja, wie inaktiv so einige Sachen so sind und, ja, aber das sei einfach mal Nebensache, ja, Leute, bringt euch ein bisschen mehr ein und dann ist es schon mal ganz, ganz schick und ich freue mich ja dann halt, ne? Was ist noch eigentlich so zu sagen? Ja, wie gesagt, ist eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Themen, ja, weiß ich nicht. Wenn Titanfall kommt, dann werde ich wieder Themen anschneiden. Ja, in der Hoffnung, dass ihr euch daran beteiligt. Ihr könnt mir ja dementsprechend schon mal sagen, über was für ein Thema ich jetzt überhaupt noch sprechen soll, ja. Schreibt einfach mal in der Kommentarleiste rein, über was ich jetzt noch sprechen soll. Neuere News von Titanfall, zurzeit gibt es keine neuen News. Nächste Woche, wie gesagt, erscheint die Beta von Titanfall und jeder soll wohl in den Genuss kommen, sie spielen zu können. Auch die Leute, die sich Titanfall nicht vorbestellen. Ja, aber es sei gesagt, ihr benötigt dafür einen Origin-Account, den braucht ihr unbedingt und ich habe ja noch einen, den habe ich ja nun nicht verkaufen können, obwohl ich euch ein Angebot oder ja, ein Angebot gemacht habe. Ein Angebot heißt das natürlich. Hab mal wieder versprochen. Ich will mir gleich wieder einen Daumen nach unten geben. Ja, und wie gesagt, freut es mich ja, dass ich ja meinen Account noch habe. Wie gesagt, könnt ihr euch denn halt die Beta runterladen. Vorausgesetzt, ihr registriert euch da und ihr bekommt einen Key dafür. Ich denke mal, ich schaffe es vielleicht, einen Key zu bekommen. Und wenn ich diesen Key dann habe, dann werde ich Titanfall erstmal antesten, um denn wirklich denn letztendlich wirklich zu entscheiden, ob ich mir das denn dementsprechend holen werde. Ja, also ich denke mal, wenn ich die Beta habe, hängt sehr, sehr viel von der Beta ab. Und ich werde dann halt dementsprechend mal sehen, ob ich es mir dann wirklich zulegen werde oder ob ich mir dann dementsprechend vielleicht überhaupt ein anderes Spiel hole. Ja, wie gesagt, mein Channel wird noch weiterhin existieren. Sollte sich daran was ändern, werde ich es euch wissen lassen. Ja, gut, Leute, das Video ist hier gleich vorbei. Ich habe hier eine 30er-Serie geschafft. Ich glaube, das waren 36-11. Meine Claymores haben den Gegner ein bisschen verwirrt, haben den Gegner ein bisschen geärgert. Das war auch der Sinn, warum ich diese Claymores bei hatte. Ja, und es freut mich doch immer wieder, wenn ich den einen oder anderen, ja, wie gesagt, ärgern kann. Ja, hat hier gut gefunzt. Und ja, die Camper haben verloren. Der eine oder andere hat sich ja hier wieder verkrochen. Wenn ich mal halt wirklich mal so merke, wie oft ich hier eine Runde gelaufen bin, ohne halt mal einen Gegner zu sehen, dann ist es echt schon, ja, echt, ja, langweilig. Und das ist halt nun mal leider halt bei Black Ops 2 so, dass viel gecampt wird. Aber was soll's, wir müssen da halt leben und ja, ob geflamed wird oder nicht, man kann eh nichts ändern. Leute, wie gesagt, das Spiel ist gleich vorbei. Ich hoffe, ich konnte euch mit den neuesten News ja, auf den Laufenden halten. Freue mich halt, wenn ihr euch daran beteiligt. Schreibt einfach mal in der Kommentarleiste, was ich für euch noch so alles tun kann. Ja, in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Habt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Mina und habt ein schönes Wochenende, ja. Bye, bye. Shalom. Chili. Talak.